Willkommen beim Lienzer Advent. Zeit für Kunst, Zeit für Kultur. Jeden Abend öffnet sich am großen Adventkalender an der Lieburg ein von Künstlerhand gestaltetes Fenster. Ein Werk von Joe Wanderler schmückt heuer Fenster Nummer 8 am Lienzer Kunstadventkalender. Wanderler, der bis 2019 als Kunsterzieher am Gymnasium in Lienz tätig war, kann sich jetzt ganz der Malerei widmen. Ich habe viel mehr Zeit, hat man schon. Das Wichtigste ist, dass man nicht gebunden ist an irgendwelche Arbeitszeiten, sondern dass man sich das selber einteilen kann. Ich darf auch unter der Arbeit weggehen, weil die Glocke läutet. Bedeutet viel Zeit zum Malen zu haben, auch einen gewissen Druck, etwas Künstlerisches schaffen zu wollen? Ja, gezwungenermaßen kommt der Kopf dazu und das ist oft eine große Bremse. Und wenn man so unvoreingenommen vor einer Leinwand ist und irgendwas ausprobiert, ist das natürlich erfrischend, kann aber auch erfrischend in die Hosen gehen. Natürlich ist man in einem gewissen Zwang, wenn man sich sagt, man möchte die Zeit nicht verplempern. Aber es geht auf jeden Fall viel lockerer zu. Joe Wanderler wirkt auf jeden Fall tiefenentspannt, als wir ihn in seinem Atelier besuchen, in dem, wie erwartet, die Farbe Blau dominiert. Ja, das Sehnsuchtsblau, sogenannte. Ja, das Blau hat eigentlich ganz eine eigenartige Doppelnatur. Es ist oft so präsent und doch drückt es auf der anderen Seite die Ferne aus. Das ist also eigentlich das Azur und im Azur wohnen die Götter. Und das ist das Faszinierende an der Farbe, nicht die Wasserspiegelung oder eben der Himmel. Und das beschäftigt mich immer wieder, die verschiedenen Nuancen. Seit mehr als 40 Jahren widmet sich Joe Wanderler der Malerei. Noch immer ist es für den Künstler spannend, sich auf ein leeres Blatt Papier, eine weiße Leinwand einzulassen. Ja, man hat irgendeine so eine dumpfe Ahnung, hat man, dass irgendwas entstehen könnte. Weil wenn ich jeden Tag wüsste, was entsteht, dann wäre es eh langweilig. Am Kunstadventkalender in Lienz ist Joe Wanderler heuer in Fenster Nummer 8 mit einem seiner Werke präsent. Ja, ist eigentlich auch ein Meeresbild, also sprich Wasseroberfläche mit einer Trennlinie oder verbindenden Linie zwischen Himmel und Wasser. Also interessant ist eigentlich dieser Horizont immer wieder, wenn man sich vorstellt, was dahinter sich abspielt, welche Seefahrer da unterwegs sind, welche Abenteuer da auf uns warten, so auf die Art. Das Bild kann ab sofort am Kunstadventkalender am Rathaus der Stadt Lienz bewundert werden. Das Original ist im Schaufenster von Elektro Durecker in der Schweizergasse ausgestellt.